Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der vorliegende Medienänderungsstaatsvertrag verfolgt, wir haben es gerade gehört, auf den ersten Blick ein hehres Anliegen, die Barrierefreiheit. Er soll also Medienangebote für Menschen mit diversen Behinderungen besser nutzbar machen. Und ja, natürlich unterstützt auch meine Fraktion dieses Anliegen. Wie könnte man etwas dagegen haben? Schaut man allerdings etwas genauer hin, merkt man, dass das Anliegen dann wohl doch nicht so durchgreifend verfolgt wurde. Die Einbringung erfolgte so knapp, dass eine eingehende Befassung gar nicht möglich war. Und trotzdem können wir etwa beim Deutschen Behindertenrat oder beim VDK Rheinland-Pfalz nachlesen, dass man hier weit hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ich zitiere aus dem offenen Brief der Verbände: Viele Hintertüren, keine Kontrolle und kaum Beschwerdemöglichkeiten. So das Fazit. Nun kann man natürlich mit Recht, zumindest für die privaten Anbieter, einwenden, dass man sie nicht mit teuren Auflagen überfrachten darf. Und da würde ich auch zustimmen. Aber was ist mit unseren öffentlich-rechtlichen Anstalten? Immerhin sind sie mit rund 9 Milliarden Euro Jahresbudget die teuersten Europas. Und Frau Stullig ist ja gerade aus dem Lob gar nicht herausgekommen. Da müsste es doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass diese quasi staatlichen Einrichtungen auch ein umfassendes, barrierefreies Angebot machen und dazu das auch ohne dazu per Staatsvertrag verpflichtet zu werden. Aber dem ist leider nicht so. Offenbar sind die Menschen mit den Behinderungen diesem milliardenschweren Apparat eher nicht so wichtig. Man braucht das Geld offenbar für andere Dinge, etwa für überzogene Intendantengehälter. Allein der WDR-Intendant Buro verdient ja satte 400.000 Euro jährlich. Oder wie uns der letzte KIF-Bericht ganz eindrucksvoll gezeigt hat, für ganze 600 Millionen Euro Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. 600 Millionen Euro, meine Damen und Herren. Oder für das sicher großzügige Gehalt von Nemi El Hassan, die auf antisemitischen Demos mitläuft und zum Dank mit gut dotierten Posten beim WDR belohnt wird. Aber auch darüber unterhalten wir uns ja noch an anderer Stelle. Oder dafür, dass wir kürzlich erfahren durften, dass der WDR jetzt schwarze Listen seiner Kritiker anlegt. Oder für den unvermeidlichen Jan Böhmermann, der auf Gebührenzahlerkosten Kinder mit Ratten gleichsetzen darf und jetzt ebenfalls auf Kosten der Bürger, Zitat, einen ethisch korrekten Porno produziert. Was, meine Damen und Herren, sind gegen all diese wichtigen Anliegen schon die Interessen der Menschen mit Behinderung? Währenddessen schaltet der WDR inzwischen vor alte Tatortfolgen Warntafeln, weil der frühere Sprachgebrauch vielleicht das ein oder andere Schneeflöckchen vor dem Fernseher zum Schmelzen bringen könnte. Schimanski war halt damals nicht gendergerecht. Der ganze Apparat ist inzwischen sogar vielen seiner eigenen Mitarbeitern peinlich, aber aus Karrieregründen schweigt man, zumindest bis die Karriere dann beendet ist. Der langjährige Heute-Moderator Klaus Kleber fand beispielsweise kurz nach seinem Ausscheiden klare Worte. Ideologie, Zitat, Ideologie vergiftet den Journalismus. Eine späte Einsicht, aber immerhin. Aber die Abwehrreflexe im Apparat sind bestens trainiert. Die ARD hat ja ein eigenes Framing-Handbuch beauftragt, mit dem man Kritiker, wir haben es ja gerade auch wieder gehört, schnell und ohne großes Nachdenken in die richtige Ecke stellen kann. Sie seien nämlich Feinde der Pressefreiheit. Schließlich, so ist offenbar die Logik, und das unterscheidet sie nur unwesentlich von Herrn Putin, kann nur der Staat eine wirklich freie Presse betreiben. Wie absurd diese Behauptung ist, zeigt uns in diesen Tagen eben genau dieser Blick in den Osten. Presse, Kunst und Medienfreiheit heißt, meine Damen und Herren, dass man alles machen kann. Aber man kann Kinder als Ratten betiteln, man kann ethisch korrekte Pornos drehen, man kann rote Listen seiner Gegner anlegen. Das ist Freiheit. Das Gegenteil von Freiheit ist es allerdings, wenn Sie die Bürger unseres Landes dazu zwingen, diesen Unsinn zu bezahlen. Und Sie, wenn Sie es nicht tun, verhaften und einsperren, wie jüngst Georg Thiel aus Münster. Wir werden einem solchen System auch weiterhin unsere Zustimmung verweigern, auch wenn Sie hier vorgeblich ein gutes Anliegen verfolgen. Hier, wo wirklich eine staatliche Intervention zum Vorteil einer benachteiligten Gruppe der Menschen mit Behinderungen erforderlich wäre, da ist man plötzlich knauserig. Da reichen 9 Milliarden Euro jährlich nicht mehr für konsequente und durchgreifende Maßnahmen aus. Das, meine Damen und Herren, ist traurig. Und das, meine Damen und Herren, machen Sie mal schön ohne uns. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Tritschler.